Können wir das denn auch von unserer Liste streichen? Ich weiß nicht. Ich würde eher sagen, dass wir es auf der Liste doppelt unterstreichen. Habe ich dir eigentlich von dieser komischen Begegnung letztens erzählt? Hat der Briefträger wieder in den Ausschnitt geguckt? Mann, nein, Tommy, das ist nicht witzig. Er starrt ständig auf mein Dekolleté. Das ist beängstigend, okay? Nein, ich habe einen alten Schulkameraden von dir getroffen. Wen? Kein Plan. Er meinte auf jeden Fall, dass er mich von Facebook kennt. Okay, und sonst hat er nichts gesagt? Ah, doch. Er meinte, dass er früher öfter mit deinem Hund Gassi war. Kennst du ihn? Nie von ihm gehört. Ey, das schaut voll gemütlich aus. Das hat bestimmt auch dein Papa bezahlt, wa? Ey, er kann froh sein, dass er mir seinen Wagen geliehen hat. Meinetwegen würde ich mit dir auch auf einer einsamen Insel sein. Auf einer einsamen Insel also? Die zwei nehme ich. Falls du Hilfe bei dem Rest brauchst, lass es mich wissen. Ehrlich jetzt? Was habe ich bloß getan? Ein Mädchen, das nur Tee trinkt. Mm. Nur? Was heißt denn hier bitte nur? Ich meine ja bloß, dass... Du hast in 10 Jahren einen Bierbauch. Und ich? Ich schnapp mir einen durchtrainierten Bodybuilder. Heftiger Bizeps, Sixpack. Naja, als ob so jemand mit dir ins Bett steigen würde. Ist das etwa eine Herausforderung? Okay, nur wir ganz zusammen, ja? Okay, mein Tommylein. Frühstück ist fertig. Wo ist Sophie? Nicht das so, Sophie!
Setz dich doch. Möchtest du was trinken? Ich bringe schon, du kranker Spast! Was hast du mit dir gemacht? Wo ist sie? Sie ist weg. Ich hab sie weggebracht. Wohin? Wohin, Mann? In ein Versteck. Du sagst mir jetzt, wo Sophie ist, okay? Ey, dann wird alles gut. Ja, wir können hier zusammen frühstücken, alles in Ordnung. Aber du musst mir sagen, wo Sophie ist. Ist sie hier im Haus? Oh Mann, Niklas, was willst du denn von mir, Mann? Das hätte ich dir beim Frühstück schon gesagt. Aber du musst es ja wieder alles kaputt machen. Mir so viel Mühe gegeben und alles umsonst. Sie ist an einem anderen Ort. Niemand findet das. Die Polizei nicht, du nicht, niemand außer mir. Aber ich werde es dir schon verraten, Tommy. Niklas, ist dir klar, dass sie ein Mensch ist? Ey, checkst du's? Wo hast du sie denn hingebracht? Ey, du bist doch kein verrückter Psychopath, der Menschen entführt. Wo ist Sophie? Ich habe sie nicht entführt, ich habe sie versteckt. Niklas. Bitte! Ich werde es dir schon verraten, Tommy. Wenn wir hier gemeinsam Urlaub gemacht haben. Wir machen uns hier eine schöne Zeit, einen Tag lang. Nur wir beide. Bleib stehen! Wenn du jetzt fährst, siehst du sie nie wieder. Tommy! Sie stirbt dann? Deinetwegen! Das ist deine Schuld? Du! Mörder! Mörder! Was muss ich tun? Wir spielen. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Hab dich! Alter, was soll das? Als Clown darf man immer lachen. Weißt du nicht mehr? Clowns dürfen immer lachen. Du weißt, was ich meine. Tommy, ich bin mir sicher, du weißt es. Nee. Tommy, du musst deine Erinnerung besser pflegen. Wie sollst du dir sonst all unsere schönen Erlebnisse von heute merken? Ich meine, was bleibt, wenn nicht die Erinnerung an all das, was uns widerfährt? Das uns formt. Damals, in der 5. Klasse, du weißt es. Ach, du meinst die Faschingsfeier? Ja. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich es vor mir, als wäre es heute. Du auch? Alle Jungs aus unserer Klasse als Clowns verkleidet. Alle außer ich. Weißt du noch, was sie zu mir gesagt hat, als was wir alle gehen? Sag es. Sag es! Als Willi von Biene Maja. Ja. Dabei wollte ich doch auch nur ein Clown sein. Ein lustiger, lachender Clown. Ach, lass das. Kannst du dich wenigstens noch an die Regeln vom Versteckenspielen erinnern? Wer gefunden wird, den darf man bestrafen.
Was? Ich will, dass du dich gegen den Baum lehnst und bückst. Warum? Damit ich dir einen Popoklaps geben kann. Ey, auf gar keinen Fall, Mann. Das ist schade. Ey, ich lass doch nicht alles mit mir machen. Es ist schade für deine Freundin, dann kann ich nämlich auch für nichts mehr garantieren. Du verstehst doch sowas, oder? Du bist so ein perverses Ferkel. Ich meine ja nur, ein kleiner Klaps und dir passiert nichts. Du willst es wirklich machen, oder? Ja. Ey, ich verstehe das nicht. Was verstehst du nicht, Tommy? Ich verstehe nicht, warum du mich nicht einfach in Ruhe lassen kannst. Wieso denn in Ruhe lassen? Sophie. Ich meine, was kann sie dafür? Es geht doch hier nicht um Sophie. Es geht darum, dass du mich terrorisierst! Ey, was hab ich dir getan, Mann? Niemand will dich terrorisieren, Tommy. Lass uns Musik hören. Dieser Ort hat echt was Magisches, findest du nicht auch? Weißt du, Tommy, mir ist in den letzten beiden Jahren beim alleine Nachdenken klar geworden, wie falsch ich mich manchmal verhalten habe. Aber ich habe mich echt gebessert. Ich bin jetzt auch einer von den Coolen. So wie du und Chris und Malte und Leo, der immer die geilen Hauspartys geschmissen hat. Ich bin jetzt einer von euch. Auch ein Zigarettchen? Nee, ich bin nicht Raucher. Ja, ist ja auch recht vorbildlich von dir. Aber nein, ich brauche meine Zigaretten. Wirkt man halt auch viel erwachsener mit. Und die Ladies fahren total drauf ab. Wirst schon sehen. Keine Angst. Das war beschissen von mir. Deinen Hund zu entführen. Und dir so Angst zu machen. Ein Fehler. Aber sowas kommt nicht wieder vor. Ich habe mich echt gebessert. Aber Niklas... Nein, Tommy! Es war mein Fehler. Und deswegen lass uns das vergessen. Und weißt du, was wir jetzt machen? Tap, du fängst! Alles gut, ich krieg das schon allein. Ey, verpiss dich, du Schwuchtel! Niklas, bitte nimm deinen Arm da weg. Na gut. Weil du es bist.
Gute Nacht, Tommy. Es war ein schöner Tag. Gute Nacht, Tommy. Gute Nacht, Tom. Gute Nacht, Gute Tom. Gute Nacht. Und willst du wieder Fangen spielen? Nicht ganz. Was wollen wir dann hier? Ich will, dass du dich ausziehst. Was? Weißt du nicht mehr? Die Aktion mit der Mülltonne damals. Nein, Niklas, wir waren Kinder. Ausziehen musste ich mich. Vor euch allen. Und in die Mülltonne steigen, wie ein Stück Dreck! Ja, ja. Das war nicht richtig von uns und wir wussten einfach nicht, was wir tun. Aber du bist schon erwachsen. Zieh dich jetzt aus! Wir gehen baden. Niklas. Niklas, es tut mir ja wirklich leid. Aber das hier, das ist jetzt einfach zu krank. Gut. Das ist schade. Es ist schade für deine Freunde. Uns. Weißt du, Tommy, was ich mich oft frage? All unsere Konversation, all das, was wir alltäglich mit uns austauschen, das sind doch ehrlich gesagt Lügen. Wann sagen Menschen schon, was sie wirklich meinen? Ich liebe dich. Ich vermisse dich. Niemand sagt das ohne Umschweife ganz direkt. Doch. Ich vermisse Sophie. Und ich liebe sie über alles. Wenn ich zu dir sage, du bist für mich ein schneeweißer Löwe, was meine ich dann damit? Nimmst du den Wein mit? Hast du keine Nudeln? Ich habe keinen Hunger. Appetit. Hunger kennen wir doch gar nicht. Ja, dann habe ich halt keinen Appetit, Mann. Ach, es kann einem schon gut gehen. Einfach mal chillaxen. Ey, na Niklas, es kann einem nicht mal gut gehen. Ey, Sophie ist... Wir können ja nicht einfach sitzen und essen, als wäre nichts. Du hast sie irgendwo eingesperrt. Es geht darum, dass das nicht geht, Mann. Jetzt vergiss sie doch mal! Nur für eine Sekunde. Ich habe das hier gekocht für uns, ein richtiges Dinner. Es spielt doch gar keine Rolle, ob sie hier doch, ist oder nicht. Doch, genau das tut es nämlich. Ey, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären kann, wie du es checkst. Ey, aber versetz du dich doch mal in ihre Lage. Wie du dich dann fühlen würdest, wenn du eingesperrt bist. Ey, du hast einen Menschen eingesperrt. Ist dir das eigentlich klar, Mann? Sophie, ist egal!
ist egal, Tommy. Okay, okay, du hast mir versprochen zu sagen, wo sie ist. Ich will es jetzt wissen. Jetzt, Mann! Gut. Ich zeig's dir! Wo ist Sophie? Ich sehe es in dem Bunker, in den ich nie durfte. Da, wo ihr die Zigaretten versteckt habt, Tommy. Ach, es ist zu spät. Wir sterben noch jetzt. Niklas? Hier, nimm meinen Luftballon. Das kann nicht sein. Aber natürlich nicht. Du weißt, dass ich das hier nie wollte, oder? Dass es so weit kommt. Aber ich konnte einfach nicht länger allein sein. Und zu dir habe ich immer am meisten aufgeschaut. Und ich habe dich wie Scheiß behandelt. Ja. Ja. Aber als Kind. Ihr wart Kinder. Wir haben das aus dir gemacht. Aber doch nur, weil ich anders bin. Es ist meine Schuld, Tommy. Sieh mich an. Ein geistesgestörtes Monster. Und schwul bin ich auch noch. Wir waren dumme Kinder, Niklas. Naive, dumme Kinder. Es geht doch gar nicht darum, dass du schwul bist. Das ist doch gar kein Problem. Es geht darum, was aus dir geworden ist, was wir aus dir gemacht haben. Nein. Ich war immer der komische Junge. Du warst nicht mal komisch. Du warst nur anders. Und dich deswegen so zu behandeln, das war ein riesengroßer Fehler. Niklas? Es tut mir leid. Mir auch. Sehr sogar. Back here.
Sophie! Just ask for my